Der Machthaber wird mit vielen Menschen ein Bündnis schließen, das 7 Jahre lang gelten wird. Nach der Hälfte dieser Zeit verbietet er das tägliche Schlacht- und Speiseopfer am Tempel und führt dort stattdessen einen abscheulichen Götzendienst ein. Doch auch dieser grausame Herrscher wird untergehen. Wer das Verständnis hat, der berechne die Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen. Und seine Zahl ist 666. Das Tier, das du gesehen hast, war und ist nicht mehr, und es wird aus dem Abgrund heraufkommen und ins Verderben laufen. Und die auf der Erde wohnen, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens von Grundlegung der Welt an, werden sich verwundern, wenn sie das Tier sehen, das war und nicht ist und doch ist. Hier ist der Verstand nötig, der Weisheit hat. Die 7 Köpfe sind 7 Berge, auf denen die Frau sitzt. Und es sind 7 Könige, 5 sind gefallen, und der eine ist da, der andere ist noch nicht gekommen. Und wenn er kommt, muss er für eine kurze Zeit bleiben. Und das Tier, das war und nicht ist, ist auch selbst der 8. Und es ist einer von den 7. Und es läuft ins Verderben. Ich sah einen seiner Köpfe wie zu Tode verwundet, und seine Todeswunde wurde geheilt. Und die ganze Erde sah verwundert dem Tier nach. Und sie beteten den Drachen an, der dem Tier Vollmacht gegeben hatte, und sie beteten das Tier an und sprachen: Wer ist dem Tier gleich? Wer vermag mit ihm zu kämpfen? Und das ist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommt, und jetzt schon ist er in der Welt.